Das Weltwirtschaftsforum will einen Feudalismus 2.0 schaffen. Müssen wir akzeptieren, dass das Weltwirtschaftsforum eine fanatische politische Organisation ist, die Angst und Manipulation einsetzt. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Kommt gerne mal mit auf Twitch vorbei. Unten in der Beschreibung verlinkt. Und Videovorschläge in den Discord reinschicken, auch natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches heißt, das Weltwirtschaftsforum will einen Feudalismus 2.0 schaffen. Ja, das gute alte Weltwirtschaftsforum mit Klaus Schwab, davon haben wir uns ja schon einige Dinge reingezogen. Da gehen wir jetzt mal wieder rein. Daumen nach oben da, lasst ein Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und der Peter geht los. Feudalismus out, man, Alter. Als Gast begrüße ich jetzt Ned Rion, den CEO von American Majority. American Majority, noch nie gehört. Ned, schön, Sie heute Abend zu sehen. Es scheint, dass das Ziel dieser Leute ist, die gleiche Panik über den Klimawandel zu erzeugen, die sie erfolgreich um Covid herum erzeugt haben. Ist so. Sehe ich das falsch? Nein, Sie haben absolut recht. Ich meine, zuallererst... Schön Angst machen der Bevölkerung, um dann die Kontrolle über die Bevölkerung zu bekommen. Ist halt einfach so. Hast du ja gemerkt. Und ich wäre auch nicht verwundert, wenn irgendwann eventuell sogar Klima-Lockdowns um die Ecke kommen. Ähnlich wie bei Corona. Weißt du? Es geht immer darum, dass es ein Tool in der Gesellschaft gibt, vor dem die Menschen Angst haben und man die dann kontrollieren kann, so weißt du? Müssen wir akzeptieren, dass das Weltwirtschaftsforum eine fanatische politische Organisation ist, die Angst und Manipulation einsetzt, wie die Covid-Hysterie, wie den Humbug der globalen Erwärmung, um die... Ist so. Ist krass auch, dass das in den amerikanischen News, Fox News natürlich auch, wird eher so diesem, wie sagt man? Die sind ja eher so, Tucker Carlson war ja auch bei denen, wurde aber dann auch gefeuert. Also die haben schon auch ihre Grenzen, aber ist auf jeden Fall einer von den Kanälen, wo auch noch am meisten offen geredet wird, sage ich mal. Leute glauben zu lassen, dass sie irgendwie die Retter sind. Aber in Wirklichkeit ist alles, was sie tun... Republikaner, genau. Eher so in die Richtung. ...ihnen zu helfen, ihr Ziel zu erreichen. Nämlich eine öffentlich-private faschistische Bewegung und die Verschmelzung von Big Government, Big Tech und Big Money... Überleg mal, du würdest sowas im deutschen Fernsehen, also im deutschen Fernsehen würde es sowas niemals geben. Darauf können wir uns festlegen, meine lieben Freunde, oder? Was glaubt ihr? Also im deutschen Fernsehen hörst du sowas nicht. Schon wild. Um eine technokratische herrschende Elite zu schaffen, die praktischerweise sie sind. Und wirklich, Laura, wenn sie es auf eine andere Art betrachten wollen, will das Weltwirtschaftsforum einen Feudalismus 2.0 schaffen, in dem ihnen alles gehört und wir nur die Leibeigenen sind, während sie die Herren sind, die über uns herrschen. Das ist schon harte Schwurbelei, also das geht schon in eine harte Richtung rein hier. Der hat recht, aber dass sowas im Öffentlichen, also einfach im Fernsehen läuft, ist schon wild. Du hast nichts und bist glücklich. Das ist eines der Dinge, die in Davos herauskommen. Ja... Steht sogar im Klausi sein Buch drin. Das ist es, was sie anstreben. Einen Feudalismus, in dem wir Leibeigene sind. Und wir sollten glücklich sein, dass sie über uns herrschen. Wenn wir erfolgreich sind. Auch was Yuval Harari uns eintrichtern möchte, so, ne? Und das werden wir sein, haben wir eine echte Chance auf diese neue Weltordnung. Der Bush, der Maniac. Mögen Sie die Menschheit? Ich liebe die Menschheit. Aber nicht jeder tut das. Die Führungskräfte im Silicon Valley und die Eierköpfe auf dem Weltwirtschaftsforum drängen auf eine vierte industrielle Revolution. Was bedeutet das? Nun, sie wird die Bedeutung des Menschseins verändern. Die vierte... Da ist er, der Hund. Die vierte industrielle Revolution... Der Kelb! ...wird zu einer Verschmelzung... unserer physischen, digitalen und biologischen Identität führen. Eine Verschmelzung? Humbug. Du steuerst doch den Laden. Tu nicht so, als ob du das so von außen immer... Die Jungs, die sind echt auch ekelhaft, ne? Die sind halt echt auch ausgebuffte Ratten so. Also die erzählen das immer so, als ob das so unaufhaltbar ist und als ob die uns dann eine Lösung präsentieren, wie wir das am besten bewältigen können. Obwohl die im Hintergrund alles dafür tun, damit wir genau in diese Richtung gehen. Und wir als Menschen eigentlich auch selbst entscheiden könnten und sagen könnten, nein, das ist keine gute Entwicklung und wir halten diese Entwicklung jetzt auf und gehen einen anderen Weg. Was bedeutet das konkret?
Es bedeutet, dass man sich Chips in die Handgelenke implantieren lassen kann, um damit seine Einkäufe zu bezahlen. Oder dass Google Glass die Augäpfel in einen Computer verwandelt. Menschen, die mit Virtual Reality Headsets herumlaufen und in einer alternativen Realität leben. Aber es geht nicht nur darum, unsere Aufmerksamkeit mit ihren Bildschirmen, Apps und Geräten zu beherrschen und all unsere Informationen gegen Geld auszusaugen. Es geht auch um Kontrolle. Sobald du in ihrem Universum angekommen bist, bist du von ihnen abhängig. Boom. Du bist nicht mehr so frei. Sie können dich kontrollieren. Ja. Sie können. Und die meisten sind heute schon kontrolliert, wenn wir ehrlich sind, meine lieben Freunde, ja? Dazu brauchst du auch keinen Chip im Gehirn drin oder so. Die nutzen ja einfach die Medien, die Filme, alles andere, was wir uns jeden Tag reinziehen und konsumieren, um uns auf eine gewisse Art und Weise zu kontrollieren. Die meisten Menschen realisieren gar nicht, wo deren Gedankengut und deren Träume, Ziele und alles, was sie eigentlich machen im Leben, eigentlich wirklich herkommt. So. Die meisten Menschen haben nicht wirklich Kontrolle über, also Selbstkontrolle über ihre Gedanken, Gefühle, Entscheidungen, was sie tun, was sie nicht tun, welchen Traum sie haben oder nicht. Die meisten Dinge, die wir tun, sind uns einprogrammiert worden. Und aus dieser Programmierung muss man halt mit der Zeit wieder ausbrechen. Und das schafft man, meiner Meinung nach, indem man auch spirituell wird, so, weißt du, indem man anfängt zu beten, anfängt zu meditieren, anfängt zu realisieren, wer man als Mensch im Kern eigentlich wirklich ist, so. Und dann sich zu defragmentieren quasi, entprogrammieren und sich dann selbst wieder neu zu programmieren in die Richtung, wo man sich selbst auch haben möchte, so, weißt du. Dich verfolgen oder ausschalten. Ich wünschte, ich könnte manche Leute abschalten. Ja, göttlich, aber diese Macht sollte ich nicht haben. Keiner sollte das. Aber die jüngere Generation, die wollen Gott spielen. Der Amerikaner wurde dazu erzogen, von der Technik abhängig zu sein. Sie sehen darin keinen Schaden. Und Covid beschleunigte die Tech-Abhängigkeit. Der macht Real Talk, Digga, einfach im Fernsehen, jo. Widerstand gegen die Technik ist das neue Schlachtfeld. Krass. Laura Aboli ist eine Aktivistin, die diesen für die Laura, was geht ab? Menschheit beunruhigenden Trend untersucht. Wo sollten wir uns also zuerst Sorgen machen? Nun, hallo Jesse. Danke, dass ich dabei sein darf. Das ist eine sehr gute Frage, denn die transhumanistische Bewegung ist tatsächlich riesig. Wir reden hier nicht, wie Sie gerade gezeigt haben, von einer Randgruppe von Nerds, die darauf hinarbeiten. Es sind die großen Pharmakonzerne, die hinter dieser Bewegung stehen. Und sie wird auf der ganzen Welt auf viele, viele Arten umgesetzt. Es werden eine Menge Mittel und Ressourcen eingesetzt, um diese Agenda voranzutreiben. Ich weiß zum Beispiel, dass Biden letztes Jahr, ich glaube, es war der 12. September, eine Durchführungsverordnung unterzeichnet hat, deren Zweck es war, Mittel und Ressourcen in die Biotechnik und die Bioproduktion zu lenken. Das sind all die Branchen, die diese transhumanistische Agenda umsetzen. Wir müssen halt einfach selber alle bewusst sein, weißt du? Bewusst beobachten, was passiert. Nicht nur bewusst uns selbst beobachten, was auch sehr wichtig ist, in erster Linie auf jeden Fall, sich selbst mal bewusst beobachten zu können, seine Gedanken, seine Gefühle, alles, was in einem passiert. Und automatisch wirst du dein Bewusstsein für die Dinge in der Welt auch steigern so, und wirst Dinge bewusst wahrnehmen. Und solange du Dinge wirklich bewusst wahrnimmst, kannst du natürlich auch selber Entscheidungen treffen und mitmachen, nicht mitmachen. Also für dich persönlich wirklich entscheiden, weißt du? Solange aber noch der Großteil der Dinge einfach in dein Unterbewusstsein reingehen und du handelst, wie die eigentlich möchten, dass du handelst, hast du nicht wirklich eine Kontrolle über dich und dein Leben. Und auch keine Kontrolle darüber, wo die Welt im Endeffekt hingeht. Weil wenn wir alle bewusst werden, dann können wir ja selbst quasi steuern, was passiert oder was nicht passiert. So. Es kommt also wirklich von allen Seiten auf uns zu. Und wie Sie ganz richtig sagten, geht es um Kontrolle. Was meinen Sie, wenn Sie von Biomanufacturing und Bioengineering... I like that, man. Engineering sprechen. Werden wir dann alle in Robocop verwandelt? Naja, nicht sofort, aber ich fürchte, das ist es wahrscheinlich, was Sie mit uns vorhaben. Sie sprechen von einer posthumanen Zukunft. Das heißt, wir werden nicht mehr die Menschen sein, die wir jetzt sind. Ich werd Mensch bleiben auf jeden Fall. Ist mir scheißegal. Like that. Mir auch egal wie. Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, um das Menschsein zu erhalten. Weißt du, wie ich meine? Ich werde, wenn es drauf ankommt und wenn es sein muss, mich irgendwo ganz tief in den Dschungel verziehen und dann da meine eigene Community aufbauen und wieder leben, wie wir damals gelebt haben, so weißt du? Ich mach da nicht mit. Ich schwöre, ich mach da nicht mit. Ich bleib Mensch. Wir bleiben Menschen, oder? Chat, bleiben wir Menschen oder nicht, Digga? Oder wollt ihr
Post-Post-Humans sein. Bleiben wir stark oder nicht, Digga? Die Frage müssen wir uns irgendwann stellen. Und am besten stellen wir uns die jetzt schon. Weißt du? Bleiben wir Mensch oder nicht? Das wird die Frage sein, die in der Zukunft ganz weit vorne steht. So. Bleibst du ein echter, richtiger Mensch-Mensch? Oder vermischst du dich mit diesem ganzen Technikkram und lässt dir irgendwelche Sachen einpflanzen und gehst vom normalen Menschsein weg? So. Diese Frage muss sich jeder irgendwann stellen. All diese Branchen, wissen Sie, der Transhumanismus umfasst viele Dinge. Von der Nanotechnologie über die Gentechnik bis hin zur Bioprothetik. Alles möglich. Eigentlich müssen wir Merch machen, Digga. Stay human. Geil. Fühl ich. Feier ich. Und ich denke, eine der gefährlichsten Entwicklungen ist die der Genmanipulation. Wir leben in einer Welt, in der es bereits gentechnisch verändert. Der Bre Emre sagt gerade, es reicht anscheinend nicht nur die Kontrolle über das Geld, sondern jetzt wollen die auch die komplette Kontrolle über den menschlichen Körper haben. Was für Monster, Alter. Ja, es geht ja nicht nur, die kontrollieren ja mittlerweile das Geld. Die versuchen oder kontrollieren teilweise auch schon das Wetter. Die kontrollieren, versuchen halt die ganze Natur zu kontrollieren. Die kontrollieren die Menschen schon zu großen Teilen. Und es wird halt einfach immer alles immer noch mehr werden. Die sind so eingebildet, egoistisch und teuflisch, meiner Meinung nach, dass die denken, dass sie wirklich die Kontrolle über alles übernehmen können. Aber die haben die Rechnung nicht mit Gott gemacht, so, weißt du? Die glauben nicht an Gott. Die sind Atheisten oder Satanisten, so. Die glauben nicht daran, dass es etwas gibt wie Gott. Aber dieser Aufwachmoment wird für die Jungs auch irgendwann kommen. Glaubt mir das. Pflanzen und Tiere gibt. Und ich schätze, wir sind die Nächsten auf der Liste. Das ist beängstigend. Willst du damit sagen, dass sie mich vielleicht klonen können? Das wäre nicht so schön. Vielen Dank, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben, Laura. Sie sind großartig, wo die Leute Sie sehen können. Und wir schätzen all die harte Arbeit, die Sie geleistet haben. So, Shoutouts gehen raus an Laura. Ich danke Ihnen, Jesse. Schön hier zu sein. Bisschen Jennifer Lopez-Vibes, ne? Also, wen haben wir für Arbeitskreise in den verschiedenen Treffen? Welche Typ Interessenten haben wir? Also, als Interessenten haben wir, wenn ich jetzt unsere Interessenten betrachte, da haben wir als sehr wichtige Kontakte natürlich Geschäftsleute und wir haben Politiker. Ja, und wir haben weiterführende Partnerschaften mit vielen Regierungen weltweit und wir haben natürlich NGOs. Wir haben Gewerkschaften, wir haben all diese verschiedenen Kontakte. Medien natürlich. Und was sehr wichtig ist, Experten und Wissenschaftler und Akademiker. Alle habt ihr unter Kontrolle, mein Jutzen, wa? Wenn wir in die Zukunft blicken, dann sollten wir auf neue Lösungen schauen. Und diese neuen Lösungen werden sehr von technischen Entwicklungen getragen. Und wir haben, Sie haben sogar religiöse Führer, richtig? Religiöse Führer. Wir haben auch sehr wichtige soziale Unternehmer. Ich bin mir nicht sicher. Ganz gefährlich, der Laden. Ob Sie davon ausgehen sollten, dass ich nicht korrupt bin. Das System produziert Korruption und ich denke, dass das Regierungssystem Korruption impliziert, wenn man für ein öffentliches Amt kandidieren kann oder nicht. Und das kostet eine Menge Geld, für den Senat der Vereinigten Staaten zu kandidieren. Selbst in einem kleinen Staat wie Delaware muss man sich an die Leute wenden, die Geld haben. Und die wollen immer etwas. Facts. Der damalige Senator Joe Biden, 1974. Ja, so lange hat er schon Gehaltschecks. Was? Das ist Joe Biden, Dicker? Was? Der Typ? Da konnte er noch reden und gehen und ist nicht eingepennt beim Reden, Alter. Nee, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob Sie davon ausgehen sollten, dass ich nicht korrupt bin. Das System produziert... Ich bin mir nicht sicher, ob Sie davon ausgehen sollten, dass ich nicht korrupt bin. Der hat es einfach schon gesagt, schon damals. Korruption und ich denke, dass das Regierungssystem Korruption impliziert, wenn man für ein öffentliches Amt kandidieren kann oder... Du musst korrupt sein, Mann. Du bist abhängig von den Leuten, die die Kohle haben. Fertig aus. So. Und die haben dann natürlich auch einen Einfluss darauf, was du tust, was du nicht tust. So. Du kannst als Politiker in die Politik reinkommen mit einem riesen Herzen und willst wirklich was Positives verändern und dann hat das System dich irgendwann so krass unter Kontrolle, dass du einen Scheißdreck mehr von dem umsetzen kannst, was du eigentlich mal umsetzen wolltest. So. Diesen Aufwachmoment haben auch einige. Ich denke mal, es kommen sogar ein paar Leute sogar in ein Dilemma rein.
aber entscheiden sich dann auch im Endeffekt für die Kohle, für die Position, für die Macht und sagen, ja komm, scheiß drauf. War mal ein schöner Traum gewesen, aber es funktioniert halt nicht. Nicht, und das kostet eine Menge Geld, für den Senat der Vereinigten Staaten zu kandidieren. Selbst in einem kleinen Staat wie Delaware muss man sich an die Leute wenden, die Geld haben. Und die wollen immer etwas. Der damalige Senator Joe Biden. Krass. 1974. 1974. Ja, so lange hat er schon Agent. Gehaltschecks der Regierung eingelöst. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie davon ausgehen sollten, dass ich nicht korrupt bin. Das System produziert Korruption und ich denke, dass das Regierungssystem Korruption... Scheiße, war ein bisschen laut, Digga, gell? Sag doch was. Ja, wenn man für ein öffentliches Amt kandidieren kann oder nicht, und das kostet eine Menge Geld, für den Senat der Vereinigten Staaten zu kandidieren, selbst in einem kleinen Staat wie Delaware, muss man sich an die Leute wenden, die Geld haben und die wollen immer etwas. Agents in den Chat, meine lieben Freunde. Sehen Sie sich das Weltwirtschaftsforum an. Oh shit, Candace Owens it in, man, Alter. Candace und Tucker, Digga, stabil. Die Person, Candace fühle ich. Es leitet, ist eine Person namens Klaus Schwab. Schwab hat im Jahr 2020 ein Buch veröffentlicht, in dem er darüber spricht, dass die Pandemie für ihn eine Gelegenheit darstellt, die Welt zu verändern und dass er das Privateigentum abschaffen kann. Wenn man sich anschaut, was sie alles tun, versteht man, dass sie genau das anstreben. Das Räumungsmoratorium besagt im Grunde, dass man Menschen, die eigentlich obdachlos sind, in seinem Haus wohnen lassen muss. Du verdienst kein Geld, wie sollen sie denn ihre Hypotheken zurückzahlen können? Einer fragt gerade, Leon, meinst du, solche Menschen wie Biden werden in die Hölle kommen? Werden solche widerlichen Menschen nach dem Leben bestraft? Ach, Bruderherz, da muss man sich gar nicht so viel Gedanken drüber machen, so. Weißt du, wie ich meine? Man sollte sich in erster Linie immer auf sich selbst konzentrieren und versuchen, selbst ein guter Mensch zu sein und die richtigen Dinge zu tun. Und ich habe persönlich in meinem Leben gemerkt, auf jeden Fall, dass wenn ich gute Dinge tue, widerfahren mir auch wieder gute Dinge. Und ich kann nur sagen, dass ich glaube, dass früher oder später auf eine Aktion immer eine Reaktion folgt, weißt du? Egal wann, kann Jahre dauern, kann vielleicht sogar 2-3 Leben dauern, so. Aber ab irgendeinem Punkt musst du dich gerade machen für alle Taten, die du jemals getan hast, so. So gehe ich durch die Welt und davon bin ich auch überzeugt und ich habe das in meinem eigenen Leben auch schon gespürt, so. Deswegen empfehle ich auch den Leuten so, versucht immer auf euer Bauchgefühl zu hören, auf das Göttliche in euch, was euch eigentlich immer sagt, was richtig oder falsch ist und versucht so viele richtige Dinge zu machen wie möglich. Und wenn ich mal irgendeinen Fehler mache oder was falsch mache, weil wir sind auch nur Menschen, dann bete ich dafür, dass ich auch so schnell wie möglich dafür bestraft werde, weil ich glaube, es ist am besten, so schnell wie möglich aus seinen Fehlern zu lernen und auch die Kelle dafür zu kassieren und dann weiterzugehen, das abzuhaken und dann morgen versuchen, ein besserer Mensch zu sein, so weißt du? Die werden es nicht können. Sie werden in Verzug geraten. Die Leute werden sich die Immobilien unter den Nagel reißen, die einst im Besitz der hart arbeitenden amerikanischen Mittelschicht waren. Bürger, die ihren Lebensstil aufrecht erhielten, bevor die Regierung sie zur Schließung zwang. Wenn man sich die Innenstädte ansieht, fragt man sich, warum wollen sie diese Probleme? Warum finanzieren sie diese Probleme? Warum wollen sie Drogenabhängige? Wer um alles in der Welt würde diese Zentren finanzieren, damit die Menschen Drogen nehmen können? Sie haben es mit einer Regierung zu tun, die ein System der... Die beiden Kollegen sind auch gecancelt quasi, also die siehst du nicht mehr bei Fox News. Na? Kann man sich jetzt mal fragen, warum das so ist. Candace hat auf jeden Fall auch einen starken Talk gemacht mit Andrew Tate. Habe ich gefühlt auf jeden Fall. Gute Nummer. Abhängigkeit will. Wenn ich mir die Situation anschaue, dann ist das, was wir hier sehen, ein modernisiertes System der Sklaverei. Das ist Sklaverei im Jahr 2022. Und sie verbreiten das unter dem Deckmantel von Covid-19. Sie wollen ein... Krass, Digga, wann haben die das gesagt? Wann war das? System der Sklaverei. Die Leute müssen es nachschlagen. Sie wollen eine globale Technokratie. Sie sind kein Verschwörungstheoretiker. Lassen Sie nicht zu, dass Sie sich manipulieren lassen. Hier geht etwas sehr... Weißt du, was ich meine, Digga? Unheimliches vor sich. Es gibt einen Grund, warum dies geschieht. Und es ist nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt. Beste Frau, ja. Das ist die schlichte Wahrheit, auch wenn der eine oder andere... dies nicht gerne hört. Wissen Sie, wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit Google geschlossen. Wenn Sie nach Klimawandel googeln, erhalten Sie ganz oben in den Suchergebnissen alle möglichen Ressourcen der Vereinten Nationen. Wir haben diese Partnerschaft ins Leben gerufen, als wir schockiert feststellten, dass wir, wenn wir nach Klimawandel googelten, unglaublich verzerrte Informationen ganz oben. Ach du Scheiße, ja, wir haben einen Deal gemacht mit Google, damit die dann halt die richtigen News halt auch ganz oben anzeigen, so, weil wir festgestellt haben, dass da irgendwelche miesen, verschwörungsmystischen Schwurbler
Dinge hinterfragt haben, wenn man das gegoogelt hat. So. Das geht ja gar nicht. Digga. Gezeigt bekamen. Wir sind. Wie die das verpackt, so. Die verpackt es, ey. So viel proaktiver geworden. Wir sind im Besitz der Wissenschaft. Wir sind im Besitz der Wissenschaft, Digga. Denken? Die sagen das euch, Alter. Die hauen das euch richtig in eure Fresse rein, so. Und, ey. Dass die Welt das wissen sollte. Und die Plattform selbst wissen es auch. Aber noch einmal, es ist. Digga. Eine riesige Herausforderung und ich denke, dass alle Bereiche der Gesellschaft sehr aktiv sein müssen. Wir sind im Besitz der Wissenschaft. Wir sind im Besitz der Wissenschaft, Bruder. Und denken, Digga, ich kann nicht. Dass die Welt das wissen sollte. Und die Plattform selbst wissen es auch. Ja, die sind Satanisten, die glauben an Karma, deswegen müssen die das auch uns auch erzählen, weißt du? Wir sind im Besitz der Wissenschaft. Das sind heftige Aussagen, ich schwör's dir. Wir sind der Meinung, dass die akademische Welt als Hüterin der Wahrheit gerade in der heutigen Zeit eine wesentliche Rolle spielt. Ordinary men and women are too. Gewöhnliche Männer und Frauen sind zu kleingeistig, um ihre Angelegenheiten zu regeln. Diese Ordnung kommt nur voran, wenn Einzelne ihre Rechte an einen allmächtigen Souverän abgeben. Wenn wir erfolgreich sind. Digga, was die uns erzählen, das ist so crazy, ne? Und das werden wir sein, haben wir eine echte Chance auf diese neue Weltordnung. Kranke Scheiße, Digga, ich schwör's dir. Kranke Scheiße. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Teilweise weiß ich auch gar nicht mehr, was ich dazu sage. Ist ja offensichtlich. Ich glaube, da braucht man auch nicht wirklich was dazu sagen. Die Dinge sprechen für sich. Ja? Ich lege euch ans Herz einfach so. Vertraut niemandem im Außen so. Versucht eine gute Verbindung mit euch selbst aufzubauen. Mit Meditation, mit Beten und mit diesen ganzen Geschichten. Und hört auf euren eigenen Menschenkern. Und lasst euch nicht mehr so krass steuern und kontrollieren von Dingen im Außen. Vor allen Dingen nicht von diesen ganzen Politikern und Medien und Leuten, die denken, dass sie wirklich ja alles steuern können und Gott spielen können, so weißt du. Wir müssen unsere eigene Kraft und Power selbst wieder realisieren und Eigenverantwortung übernehmen und ja, verstehen, was für eine Macht wir als Menschen eigentlich haben und dass wir den Kopf nicht in den Sand stecken müssen, im Gegenteil so, weißt du? Im Gegenteil. Alles wird gut, Gott ist groß, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, peace out. Eie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 i, Digga, das war schon eine Nummer, Digga, sag ich dir so, wie es ist, ey. Ey, die haben da teilweise Dinge rausgehauen. Boah, krass. Also wir haben die Wissenschaft in der Hand.